Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Kinder, schön, dass ihr zuschaut. Wir singen jetzt ein Lied und alle singen mit. Wir singen jetzt ein Lied und alle singen mit. Liebe Kinder und liebe Eltern zu Hause, weil wir uns gerade nicht so oft sehen können und mir das fehlt, singe ich euch hier ein paar Lieder und ihr könnt zu Hause einfach mitsingen. Und das erste Lied, das handelt nämlich davon, welchen Monat wir gerade haben. Wer weiß denn, welchen Monat wir gerade haben? Weißt du es? Weißt du, welcher Monat gerade ist? Das ist nämlich der Monat April. Und mit welchem Monat fängt das Jahr an? Mit dem? Januar. Mit dem Januar, genau. Und das Lied geht nämlich so. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Aber jetzt ist, glaube ich, mal Schluss. Weil den Lied kann man nie aufhören, ne? Weil wir immer singen, fängt schon wieder von vorne an. Ne? So, und jetzt haben wir noch ein Lied. Und da brauche ich ein Rätsel. Ich habe ein Rätsel. Es geht um ein Tier, das hat vier Beine, aber es sind sehr kurze Beine. Und es hat Schlappohren. Ein Hund. Sehr gut, aber was für ein Hund? Dackel-Waldemar. Ah, richtig, der Dackel-Waldemar. Da hat nämlich vier kurze Beine. Und die kann man wackeln sehen, ne? Und das geht nämlich so. Ihr könnt zu Hause auch mittanzen. Also, wir machen immer so, man zeigt immer zwei, wenn wir zwei singen. Und dann hüpft man in die Luft und ruft ganz laut zwei. Ne? Und bei Regenbogenstraße? Drei. Drei. Da zeigen wir drei mit den Fingern. Und wir hüpfen in die Luft und wir rufen ganz laut drei. Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei, wir wohnen in der Regenbogenstraße. Drei. Und wenn wir abends unsere Runden drehen, wenn wir die Dackelbeine wackeln sehen. La 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 la. Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei, wir wohnen in der Regenbogenstraße. Drei. Und wenn wir abends unsere Runden, so wir die Dackelohren wackeln sehen. Jetzt kann ich mit der Gitarre nicht so gut mit den Ohren wackeln. Das müsst ihr einfach so machen oder so. Und ich spiele mit der Gitarre. Okay? Wo sind eure Ohren? La 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 la. Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei, wir wohnen in der Regenbogenstraße. Drei. Und wenn wir abends unsere Runden drehen, könnt ihr den Dackelpopo wackeln sehen. Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei,
Wir wohnen in der Regenbogenstraße 3 und wenn wir ab und runden dreht, wenn ihr den ganzen Körper wackeln seht. Ich bin schon ein bisschen außer Atem. Aber wir haben noch ein Lied. Habe ich wieder ein Rätsel. Wir brauchen ein Tier, das hat einen unfassbar langen Hals. Eine Giraffe! Eine Giraffe! Genau, ich habe einen sehr langen Hals, aber die Giraffe hat noch einen viel längeren Hals. Ne? Und das ist total geschickt, weil dann kommt die sehr gut an ihre Blätter, die sie fressen möchte. Ne? Lecker. Ne? Und das Lied geht nämlich so. Die Giraffe hat einen langen, langen Hals. Länger als der meine ist er jedenfalls. Die Giraffe ist erkältet manches Mal und dann braucht sie einen ziemlich langen Schal und dazu noch 15 Liter Arznei und dann ist ihr Hals bestimmt bald wieder frei. Die Giraffe, Raffe, Raffe ist kein Affe, 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 darum springt sie auch im Urwald nicht herum. Muss nicht auf Bäume klettern, kommt auch so zu ihren Blättern und das finde ich ganz prima und nicht dumm. Die Giraffe hat einen langen, langen Hals, länger als der meine ist er jedenfalls. Die Giraffe wollte neulich mal zu mir, leider passte sie nicht ganz durch meine Tür. Trotzdem bot ich ihr ein Tässchen Kaffee an. Zum Servieren holte ich dann einen Kran. Die Giraffe, Raffe, Raffe ist kein Affe, 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 darum springt sie auch im Urwald nicht herum. Sie muss nicht auf Bäume klettern, kommt auch so zu ihren Blättern und das finde ich ganz prima und nicht dumm. Die Giraffe hat einen langen, langen Hals. Länger als der meine ist der jedenfalls. Ich würde gerne mal auf ihrem Kopfe stehen, denn dann könnte ich bis Honolulu sehen. Leider hat sie solche Späße gar nicht gern, deshalb bleib ich lieber hier und sehe fern. Die Raffe, Raffe, Raffe ist kein Affe, 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 darum springt sie auch im Urwald nicht herum. Nicht auf Bäume klettern, kommt auch so zu ihren Blättern und das finde ich ganz prima und nicht dumm. Die Raffe, Raffe, Raffe ist kein Affe, 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 darum springt sie auch im Urwald nicht herum. Sie muss nicht auf Bäume klettern, kommt auch so zu ihren Blättern und das finde ich ganz prima und nicht dumm. So, liebe Kinder, schön, dass ihr zugeschaut habt, schön, dass ihr mitgesungen habt. Und ich freue mich, wenn wir uns endlich mal wiedersehen können und hier regelmäßig zusammen Musik machen können, weil mir fehlt das schon ein bisschen, was ich auf euch noch und viele Kinder mehr hören kann. Auf Wiedersehen, bleibt gesund!